Im Internet gibt es so ziemlich alles zu kaufen. Rund um die Uhr, bequem, per Mausklick. Was gefällt, das landet erstmal im Einkaufswagen. Der Kaufbutton, der ist schnell angeklickt, doch danach wird es ernst. Kreditkarte, Lastschrift, Vorkasse. Es gibt jede Menge Bezahlmethoden und jede hat ihre Vor- und Nachteile. Bezahlen im Internet ist vor allem eins, eine Sache des Vertrauens. Denn was beim Bezahlvorgang im Hintergrund so passiert, ob alles mit rechten Dingen zugeht und vor allem sicher ist, das weiß man einfach nicht. Bekannten Online-Shops und Bezahldiensten im Internet bringt man ein gewisses Vertrauen entgegen, weil da weiß man ja, auf was man sich einlässt. So ein bisschen ein Magengrummeln bleibt aber trotzdem, denn es werden ja immer wieder Sicherheitsprobleme und auch Sicherheitslücken bekannt. Jetzt haben zum Beispiel Datenschützer und Verbraucherschützer beim populären Bezahldienst Sofortüberweisung.de etwas zu kritisieren. Normalerweise ist Sofortüberweisung.de ziemlich praktisch, denn da kann man in über 17.000 Online-Shops direkt von seinem Bankkonto bezahlen. Man überweist Geld von seinem Bankkonto an den Online-Händler, aber eben nicht auf der Homepage der Bank, sondern im Online-Shop und über Sofortüberweisung.de. Normalerweise klappt das ziemlich gut. Sofortüberweisung.de hat sogar ein TÜV-Gütesiegel, aber Verbraucher und Datenschützer haben jetzt etwas entdeckt, was Sie bedenklich finden. Sofortüberweisung.de fragt beim Zahlvorgang einige Informationen ab. Neben Kontonummer und Bankverbindung auch die PIN, die eigentlich ja geheim ist und nur beim Homebanking verwendet werden sollte. Das Problem, was Sofortüberweisung.de nach Eingabe der Daten im Hintergrund so alles macht, das ist nicht zu sehen. Offensichtlich fragt der Online-Dienst aber unsichtbar jede Menge Daten ab. Neben dem Kontostand auch die Zahlvorgänge der letzten Tage und vieles andere mehr. Völlig unnötig. Und einen gut verständlichen Hinweis darauf gibt es nicht. Genau das kritisieren Datenschützer und Verbraucherschützer. Gespeichert werden die Daten aber wohl nicht. Es mangelt also eindeutig hier an Transparenz. Ja, das perfekte Zahlungsmittel fürs Internet scheint irgendwie noch nicht erfunden, oder? Vielleicht ja doch. Es gibt nämlich eine virtuelle Währung, die im Augenblick von sich reden macht und wirklich interessant ist. Bitcoin heißt diese virtuelle Währung. Noch nie von gehört? Das könnte sich wirklich ändern, denn immer mehr sprechen davon. Bitcoin ist elektronisches Geld. Damit kann man im Internet bezahlen. Ein User kann per Knopfdruck oder Mausklick an einen anderen User Geld überweisen. Das geht blitzschnell und eben, man braucht keine Bank und auch keinen Zahlungsabwickler. Und so fallen keine Gebühren an oder zumindest nur sehr, sehr geringe. Man kann mittlerweile alles Mögliche mit Bitcoin kaufen und bezahlen. Videospiele zum Beispiel, Geschenke oder auch Bücher oder auch Server kann man mittlerweile im Internet mieten und mit Bitcoin bezahlen. Das Angebot an Waren, das wird immer größer und Bitcoin wird deswegen immer interessanter. Es lohnt sich, sich diese digitale Währung mal genauer anzuschauen. Die Bitcoins, die digitalen Geldstücke, landen in einer virtuellen Brieftasche im eigenen Computer. Man kann damit jederzeit bezahlen. Das funktioniert so ähnlich wie beim Homebanking. Einloggen, fertig. Jeder Bezahlvorgang ist aufwendig verschlüsselt und muss im Internet bestätigt werden. Betrug oder Geldfälschung sollen ausgeschlossen sein. Nur die wenigsten werden selbst Bitcoins verdienen. Wie also rankommen? Ganz einfach, man kann in offiziellen Tauschbörsen Dollar, Euro, Yen und andere Währungen in Bitcoin umtauschen. Wer das vor einigen Monaten gemacht hat, der kann sich freuen. Bitcoins haben in den letzten Wochen nämlich mächtig an Wert zugelegt. Ein realer Kursgewinn. Ja, mehr über dieses wichtige und spannende Thema finden Sie natürlich auf unserer besten sortierten AKS-Homepage. Wie immer unter der bekannten Adresse unter www.aktuellestunde.de.